Wenn den Auftrag das Gebei oder die Gebei insgesamt noch zu untersuchen, die heißt Stin. Was ist, weil hier interessiert, ist letztendlich die Geschichte von dem ganzen Sit. Es gibt unheimlich viel Pläne, es gibt Fotoaufnahmen und wir versuchen noch rauszukriegen, wie nicht das Gebei gebaut ging. Das machen wir aber nicht nur allein und die Quellen und die Fotos aus, sondern wir gucken, ist die Gebei selber auch un. Weil sind die alle mit Bricken gebaut gehen, aber die sind alle unterschiedlich. Und da ist das interessant, dort ruhen, wir können anhand von den Verbandelungen von den Bricken, von der Dimension von den Bricken und vom Mordjeson aus was für einer Phase die Gehirn. Hier seht ihr die Fassade und das ist die Bosichtfassade von der Gießhalle. Hier an der Wand sind noch drei Fensteröffnungen, die man erkennen kann. Und zwar sieht man dort drei Böen. Die Böen, die sind zugemauert gehen. Und zwar, wie man das bei dem Bâtiment TT True gebaut hat. Das sind also die Fensteröffnungen von der Gießhalle. Hier seht ihr, weil die unterschiedlich Bricken, die hier gemacht sind. Und zwar ist das Leid in Aalen, den das um 1870, das ist also eine von den ältesten Gebäuden, die wir hier haben. Die sind mal die ganz kleinen Brickformate gemacht gehen, während wir hier die Verschluss von den Fensteröffnungen, den als von 1900 bis 1904, das ist eine ganz andere Dimension. Das sind wir genormt zielen, während das Leid noch individuell hergestellte Ziele sind. Wir sind hier an der Elektrozentrale, direkt neben der Turbinenhalle. Und das ist ein relativ wichtiger Standort, weil wir hier an der Brasseursschmelze eine von den echten Elektrifizierungen stattgefunden haben. Während an der Stadt um 1900 richtig die Elektroleitungen gelocht sind, als hier an der Brasseursschmelze, weil an der Industrieanlage Strom produziert und auch verbraucht gehen. Hier ist also dann auch zunächst mit Gleichstrom hergestellt gehen. Deswegen ist das hier eigentlich ganz interessant, weil wir hier noch Relikt davon haben, hier oben steht das Schild, Gleichstrom 120 Volt, während Belval 1910 gebaut gehen, als diese mit Wechselstrom beliefert geht. Für mich als Bauforscher ist das natürlich ein sehr modernes Sit. Der Toll der Truner ist aber letztendlich, dass Lützeburg als Großherzogtum sich komplett verändert hat mit der Industrialisierung, die hier stattgefunden hat. Hier können wir die Elektrifizierung erkennen, hier können wir die Entwicklung der Eisenindustrie und auch letztendlich das Prosperieren von Lützeburg zu der Zeit als hier greifbar und erkennbar und erlebbar.